So, hallo und willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, ich habe die Strecke jetzt gut weitergezogen. Hier unten klebte irgendwo noch eine Schnecke dran. Jetzt müssen wir den Zug zurücksetzen und dann können wir weiterfahren. Ach, die Schnecke ist mir jetzt Schnurpel. Drei gelbe, sechs grüne, das läuft. Wie ist die denn? So, mein Sprit für mein Jetpack ist auch am Ende. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir uns nicht die Ölquellen direkt noch sichern. Könnte Sinn machen. Ja, wenn wir direkt noch zu den Ölquellen rüber basteln. Nee, da kommen wir nicht komplett rüber. Heißt für uns, na, die Strecke. Läuft die denn so wirklich? Okay, wir bauen das hier noch weiter. Fundamente. So. Genau, ich hätte das nämlich schön gerade. So. Da können wir dann ordentlicher machen. Wenn das nicht snappt, ne? Voll aus dem Grid. Der da dran. Das war's. Eha. Hier können wir nicht bauen. Aha. Ich schwimme mal weiter. Aber ich kann schon mal auf die 7-Meilen-Stiefel wechseln. Ah, der Bastelzug ist da. Da geht's richtig hoch. Dann geht's da rum und dann darüber. Aber das gucken wir uns gleich zusammen an. Hier würde ich jetzt auch gerne einen zweiten drunter bauen. Beziehungsweise sogar wegreißen und richtig setzen. Naja. Ist nicht, ist nicht. Come on. Endstation, Eisenverarbeitung. Ah ja. So. Nein, das ist die falsche Knöpfchen. Der ist die richtige Knöpfchen. So, ja. Kann man jetzt eigentlich hier auf den Gleisen trotzdem drauf rumlatschen? Ah, ich kann sogar drauf mit dem 7-Meilen-Stiefel. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, genau, so sieht das besser aus. Ja, bis dahin kann ich nicht hupfen, das kann ich vergessen. Nein! Och Mann, Spiel. Manchmal bist du echt. Ich brauche neuen Sprit. Naja. Und so weiter. Jetzt läuft deutlich fluffiger. Aber da habe ich noch einen Speckpilz gesehen und Speck ist njam, 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 njam. Wow. So war's nicht gedacht. Okay, hopp. Die sind nicht einfach zu steuern, diese Stiefel. Lululululululup. Olla, jetzt habe ich immer gedacht, geht schon wieder los. Und jetzt habe ich keinen Benz-Dings da mehr. Zementus. Den hätte ich ja mal direkt mitbringen können. Aber nö. Aber nein. Komme ich vielleicht direkt bis dahin? Jep. Na denn, brauchen wir den ja nicht. Und den da drunter, kriege ich den auch noch? Hallo? Trigger nicht die Bügel, danke. Uiuiuiuiui. Leben auf Sparflamme, oder wie war das?
Wieso treffe ich den Quatsch nie? Spike heißt doch keine so große Auflösung. Yes. Dun, 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 dun. Sehr geil. Ja, ja, klar. It's too long und too sharp und nicht genügend Freiraum und was fördert noch? All das halt. Also hier sieht es auch schon übelst ölig aus. Jo. Genau so habe ich mir das gedacht. Ach, guck mal, da ist schon die erste Ölfletsche. Oder? Ja. Oh ja. Oh, rosa. Oder violett. Yes. Wegpilz. Wegpilz. Ja, man kann jetzt fragen, wozu? Da kann man bestimmt noch was Tolles mit anfangen. Kalkstein interessiert mich nicht, die Bohne. Ist der wieder da oben rum? Ach, egal. So, passt auf, wir brauchen Ölraffinerie, ne? Organisation, Produktion, Ölrefinery. Nö. Mir fehlen, ach, Motoren. Oh, Speckbild. Mein Zug ist weg. Meine Gleisen. Hier stinkt's doch schon wieder. 3 Meilen gegen den Wind. Gib her. Oh, no, 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 die grillen mich. Muss hier weg. Shit, das sind noch mehr. Mir meine Heilung. Oh. Wer war das denn jetzt schon wieder? Sag mal. Der hier, den nehme ich mit. Oh, vermaledeit. Komm her, ich hab dich gesehen. Ich will dich noch verdreschen. Geht doch. Wo war er? Hallo Zug. Yes. Will ich die Gasmaske eigentlich absetzen? Der muss jetzt rankommen. Da ist er ja aus dem Nebel. Gar nicht so weit weg. Ich glaube, ich habe einen riesen Umweg gefrickelt. Na ja, egal. Da schließen wir erstmal die Ölquellen gleich noch. Wollen wir auch hier im Bahnhof hin? Ja, wa? Ah, habe ich gebremst. Perfekto. Den Speckpilz will ich haben. Wo ist er? Leckerschmecker. Oh, Pablo. Ah. Da habe ich ein bisschen Spielzeug für. Hier. Rums, die Rums. Ah, wieder eine grüne. Na komm. Ich dachte, hinter mir wären Schritte gewesen. Bumsi, bumsi. Da, Zug. Ich brauche Motoren. Motori. Station. Nein, du nicht.
man die leider nicht von oben drauf zugreifen kann, finde ich ein wenig schade. Nee, du bist auch nicht. Du auch nicht. Wer kann es anders sein? So. Heps. Hopp. Hopp. Boah, ich brauche unbedingt Jetpack. Man merkt erst, wie verloren man ohne Jetpack ist, wenn es gerade nicht nutzbar ist. Ölraffinerie ist natürlich falsch. Ich brauche eine Ölpumpe, du Depp. Jo, das geht. Aber hier käme der Zug an. Das heißt, den muss ich ja anders machen, ne? Wollen wir dann direkt hier Small Fundaments legen? Ja, ja, ich habe kein Zement mehr. Das habe ich aber schon vorhin gewusst. Und was habe ich mir mitgebracht? Kein Zement. Jaha. Gehen wir einen weiter. Oh, so geht's auch. Okay. Boing. Noch ein weiter. Okay. Jo, 1, 2, 3, 4, 5. Sollte erstmal genügen. Naja, hier ist irgendwo noch wer. Die snappen ja eh nicht gerade drauf, also was soll's. Wäre schon schön, aber denken wir einfach gleich. Bringen wir uns das Feld hier frei. Nicht genügend Freiraum. Ach, ist hier so ein Ding. Ja, und die kann man ja nicht sprengen. Haben wir ja schon raus. Okay. Können wir vernichten. Machen wir die Fundamente weiter. Jo, hier ist gut, hier ist gut, hier ist gut. Wo war ich denn gerade am Frickeln? Da. Na komm. Eins. Zwei. Voll der Geiz, gehen wir noch einen raus. Der ist da, wo er nicht hin soll. Zack, zack. So. Hier auch noch einen raus. Gleich aber auch hier. Fläche, Platzmasse. Gleich hier das Sprengen anfangen. Dann muss sich das auch lohnen. Ist das schon die nächste Öllache? Oh shit. Aber dann ist das Gummi- und Kunststoffproblem vielleicht auch endlich fertig. Wenn wir nur eine Menge Züge auf der Strecke haben. Ich will nicht einen Zug für alles haben. Da weiß keiner, wo der wohl hin ist. In den Weiten des Spieles verschwunden. So. Jetzt brauchen wir Sprengerama. Oder Kettensäge. Ach, das geht doch viel schnieke. What? Dieser Baum geht nix weg. Der Boom geht nix weg. Oh nein, das ist ja doof. Ehrlich? Moment. Ich hab da ja schon einiges erlebt mit dem Spiel. Da bin ich ja mal gespannt. Dieser Boom geht nix weg. Oh oh. Bin ich jetzt semi-geil? Machen wir hier. Das geht aber von hier. Ich habe auch keinen Sprit mehr. Ach, shit. Aber ich habe doch Bio-Quatsch, ne? Produktion. Werkbank. Dann kann ich auch erstmal hier. Die komischen, wo sind sie denn hier? Biobrennstoff, was braucht der denn? Der braucht Biomasse, ja? Dann machen wir hier. Na hier, guck mal, wenn wir 70 Biobrennstoff machen. Biomasse Alienpanzer. Ach nee, da habe ich keine Lust drauf, danke. Kann ich bestimmt für noch was anderes gebrauchen. So, Sprit hätte ich jetzt. Und ich wollte dann noch die hier fertig machen. Guck mal da.
5, 6, 7, 9, 11, 13, 18 Stück. Kannst du nicht meckern? Aber jetzt wird hier rumgesägt. Geht doch. Wie kann ich von hier oben nicht? Doch. Die gehen nicht? Na, dann machen wir gleich Hallaboom. Ey, diesen... Den kriegst du nicht weg. Das ist fies. Ne, der geht da nicht. Dann soll er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Da. Da machen wir Hallaboom. Ich dachte, ich könnte damit alles sprengen, was mir im Weg ist. Ne, gehen auch nicht. Also nix, Hallaboom. Dann ist das halt so. Platsch. Bleiben sie, wo sie sind. Oh ja. Die muss ich aber Hallaboom machen können. Machen wir erstmal hier Boden weg. So. Zeigen wir es dem. Wurms. Der geht auch nicht, ne? Ne. Oh ja, nicht erst versuchen. Allzu viel habe ich zwar nicht mehr. Aber für den Baum da reicht's locker. Da. Ich denke, jetzt kann man hier ein bisschen arbeiten. Zack, zack. So. Nee, 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 nee. So, so. Oh, hier die Ölpumpe. Produktion. Ölpumpe. Pumpe, 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 dreh, dreh. Oh, guck mal, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hab ich diesmal richtig gut hingekriegt. Boah, hier ist ganz schön viel Öl, ne? Mein Jetpack kann ich zwar nicht mit Biosprit betreiben, aber ist egal. Ganz ehrlich, wollen wir das... Boah, hier, da, dort, überall. Nicht schlecht. Weißt du was? Ja, ja, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir den Mist hier zusammenfrümmeln. Ölpumpe. Was? Nee, Liste leeren, geh weg. Ölpumpe. Wo mal. So. Möchten wir ja vielleicht auch direkt fabrizieren. So. Gibt's noch mehr? Schauen wir mal. Ölpuppe. Schnappt aber aktuell nirgendwo rum, ne? Wird mir auch nicht. Nee. In Ordnung. Gut. Ich muss ja ans Stromnetz irgendwie auch noch dran kriegen, ne? Ja, 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 ja. Ich muss irgendwie den Zug darum. Warte mal. Nicht mehr genug Matz, ne? Ah, das war das. Oh, Kabels. Ah, ah. Dann bleibt hier nur noch hier. Auch nicht. Ich habe aber zur Sicherheit auch Kupfergedöns dabei. Dann könnte ich Kabels selbst machen. Da ist ja noch einer. Geht doch. So. Deswegen hat die nicht gesnappt. Aber ich glaube, das war es hier auch mit den Ölfeldern. Hüpft die hier irgendwo rum? Nö.
So, und wenn ich jetzt hier Sitz mache, dann kann ich ja gucken, ne? Wird mir ja dann gleich angezeigt. Oh, alles klar. Da ist noch eins, was ich nicht erschlossen habe. Kann das sein? Ist das da? Hier soll sich noch eins befinden. Da schauen wir doch mal nach. Ne, hier ist nichts. Bisschen blöd dargestellt auf der Karte. Okay. Da, jetzt müssen wir uns noch was mit der Zugeinfahrt hier überlegen. Die kann so nicht stattfinden. Da ist die Anschlussstelle. Aber nicht von hier, das machen wir von der anderen Seite. So. So, Zug. Ja, so wird's gehen. So wird's ungefähr funktionieren. It's too longus. Oh, irgendwie so hier. Genügt erstmal. Okay, da muss ich hier mal einen Marker aufstellen. Die habe ich nicht mehr in der Tasche. Dann müssen wir das so machen. 1, 2, 3 mal Öl. 3 mal Öl. 3 X Öl. So. Genau. Was ist das denn hier? Normal. Da sollte man auch drauf gucken. Rein. Und hier das kann ich jetzt so gar nicht sehen. Normal. Naja. Kann man machen. Zack, zack. Loch schließen. Hier kommt jetzt auch der Zug rein. Das heißt, hier müsste dann ja, eine Ölverarbeitung oder wie auch immer stattfinden. Kein schönes Gelände. Aber die Strecke steht. Zack. Boing. Wenn ich da am Bahnhof dran klebe, kann ich, glaube ich, aus dem Bahnhof auch den Strom abzupfen. Ich glaube, das geht. Das muss ich keine extra Stromleitung mehr ziehen. Die Bremse reinkloppen. Steig aus, der bremst weiter. Und hält auch endgültig. Jupp. Weiche. Oh ja, jetzt geht's dahin, wo wir seit ewigen Zeiten schon dran rumackern. Mal gucken, ob die Power von der Karre reicht. Ob das Moped genug Saft hat. Oh, das ist eine Absturzstelle. Sehr schick. Oh, geht. Na, da ist... machen wir mal hier Bremser. Das noch bereue ich, weiß es nicht. Ah, hallo Schneckchen. Kommst du einfach mit. Eine gelbe. Oh, wieder schick. Ist cool, dass das mit dem Brake jetzt funktioniert. Ja, erstmal S und dann B. Okay. So, hier, das kennen wir noch, ne? Oh, warte mal. Das, leckeres Zeug. Kann ich nicht liegen lassen. Weit kommen wir eh noch nicht.
Ich beschleunige schon mal. Zack. Die können wir auch noch frei hupseln. Zack. Gefährliches Gebiet hier. Oder war es mal, wie auch immer. So. Ach Gott, hier muss schon wieder schwimmen, ja. Da kannst du auch nicht hoch. Fiesiko. Leider auch nicht untertauchen. Gibt da wohl eine Tastenkombination. Shift-Steuerung und O oder so, dann fällt man um. Dann kommt man wohl runter. Aber ja, muss ja nicht. Okay. So, jetzt müssen wir das Bauxit finden. Bauxit MK2. Wenn da MK2 steht, heißt das wohl, wir haben das schon angeschlossen, ne? Bist du? Bauxit normal. Herrlich. Ist natürlich die Frage. Ob wir die Strecke nicht ein bisschen weiter hier rumlegen. It's too long. So. Und dann sprengen wir den Quatsch hier frei. Ach, die Korallen gehen wieder nicht. Quatsch. Rabam. Ach, die Steine auch nicht. Och nee. Ne, gehen nicht. It's fies. Also hier hätten wir Bauxit. Schon mal einmal. Bauxit MK2 steht da. Ah, oh, der Baum geht auch nicht. Wieso gehen denn so viele Sachen nicht? Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hier war doch dieses miese Spinnenvieh. Ja, ich höre so. Das kannst du vergessen, Mädel. Komm ran hier. Dachte, ich hätte die getötet beim letzten Mal. Boah, hab hier eine gedröhnt. Aber sie mir auch. Kung Fu Fighting. Tschö, mit Ö. Plus mit Kuss. Wusste ich's doch. Fieses Drecksvieh. Oh. Hat's den Baum zerlegt? Hm. Doppelirup. Bauxit ist immer noch weiter? Burschen? Mein Gott! Ich hab kein Jetpack. Wo kommt denn die lila Schnecke da auf einmal her? Hey Schneckchen. Hm. Du und ich? Wir zwei beide? Bestimmt. Der funkelt gerade so komisch. Gefällt mich nicht. Das ist so ein Hoshi. Nein, nein, dieser blöde Bambus. Wo ist mein Zug? Töff, töff. Ich hab jetzt keine Lust, hier irgendwie abzunüppeln. Ganz ehrlich sagen. Wieder hier hinlatschen und so. Ich glaube, demnächst schleppe ich einfach meinen Hub mit. 13 Booms habe ich noch, dann eine Schicht. Hier gibt's keine Vögel, hört sich aber an wie Vögel. Nee, 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 nee. Wer ist der? Bauxit normal. Okay.
Ja, dann heißt es abfrickeln. Gib mal auf, das hebst du auf. Aufhebeln, danke. Okay, jetzt krieg ich Boxhit. Ah, egal jetzt. Ausbauen. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Brauche ich etwas größere Platten, ne? Wie groß genug? Jupp. Nicke Schnacke. Ja. Industrialisiert. Ich sehe schon, wir sind schon wieder eine halbe Ewigkeit dran. Okay. Falls nichts Besonderes mehr passiert, baue ich hier einfach still vor mich hin alles aus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn hier ausgebaut ist. Also, danke fürs Zusehen und tschüss.